Heute zeige ich dir, wie du aus so einem Scheinwerfer so einen machen kannst. Drüber, ja. Scheiß Kunststoff, bei Glas passiert das nicht, aber Kunststoff ist nicht mehr. Wenn du die oben abschleifst und polierst sie dann auf und machst Klarlack drüber, dann hält das auch. Heute geht es um die Aufbereitung von Kunststoffscheinwerfern. Jetzt hier am Beispiel von einem Golf 5. Und ja, ich habe mich dazu entschieden, wir werden auch den Ausbau der Scheinwerfer am Golf 5 zeigen. Das Geräusch ist so angenehm. Hier sieht man auch die Teile. Dann muss man quasi ein bisschen runterdrücken und dann kriegt man die auch besser ab. Heute stehe ich übrigens mal hinter der Kamera. Der schraubende Kollege ist ein guter Freund von mir mit dem Namen Marcel und ich denke, er wird auch noch öfter hier zu sehen sein. So, dann, wenn man die Teile hier hat, quasi immer gerade nach außen ziehen, das Teil hier festhalten und dann sind hier ein paar Versteckungen zur Seite ziehen. Ach, scheiße, gleich muss das. Ich brauche mehr Hände. So. Genau, pop, dann sind die ab. Mal einfahren lassen und dann das Teil ab. Okay, es gibt quasi die zwei Schrauben, die hier, die da und eine für hier durch. Ganz hinten an der Seite, dafür brauchen wir eine Verlängerung. Und am besten einen zweiten Helfer, wenn man okay. Mit Magnet hat. Ja, und typisch VW gibt es hier halt zwei Schrauben. Nochmal eine kleine Variante, eine größere. Komm, wir schon hierher, aber das war. Und hier die. Da, Magnet. So, wo ist denn die Schraube? Guck ich mal drauf. Gerade an solch schwer erreichbaren Stellen kann ein Magnet manchmal ganz hilfreich sein, zu verhindern, dass eine Schraube irgendwo reinfällt, wo man sie nie mehr rausbekommt. So. Jetzt muss ich selber erstmal gucken, wo die Schraube drauf ist. Scheiße. Okay. Big Magic. Nein. Gibt nichts Geileres als Magneten. Als letztes gibt es noch den Connector hier. Da muss man hier vorne an dem Nippel ein bisschen ziehen. Und dann geht er auch schon quasi ab. So, dann nimmt man den so. Hast du das eben gemacht? Ja, ganz einfach, ne? Warte, machen wir neu. Also, am besten eine Pause. Nein, wir bauen Fehler mit in. Ja? Wir bauen Fehler mit in, dass man sieht, dass, man da, dass das hockig ist, genau. Einfach ein bisschen drehen, dann hast du ihn draußen. Zack. Wo hast du den anderen hingemacht? Der liegt drin. Da haben wir jetzt einen ganz stolzen Marcel mit dem Scheinwerfer vom Auto seiner Freundin. Yeah. Ja, und dann geht es jetzt dazu, dass wir den irgendwo halt mehr Nasssand bearbeiten mit Schleifpapier. Und dann quasi mit Klarlack noch aufsprühen. Das sollte eigentlich schön sein. Auf geht's! Man kann hier richtig schön erkennen, wie ausgetrübt die Scheinwerfer sind. Und durch das Abschleifen dieser trüben Schicht lässt sich wieder ein klarer Scheinwerfer herstellen, der dann mit Klarlack konserviert wird. Immer gut nachwässern, ne? Immer nochmal schön drin dippen. Am besten machst du das Ding immer vorher komplett nass mit der Düse hinten. Wir haben hier mit einem Schleifpapier mit 400er Körnung angefangen und uns dann vorgearbeitet über ein 800er Papier zum 1000er Papier und anschließend mit einer Schleifpolitur den Rest, die restlichen Riefen, entfernt. Moderne Technik. Der ist auf dem Boden.
immer mit wenig Druck abwischen. Du holst in die ganze Hand, ne? Ja, genau. Dann machst du schon zu tief pushen. Sieht man, wie die Milch dann noch ab und an läuft. Lecker frische Milch. Scheinwerfermilch. Hier sieht man schön, wie trübe der Scheinwerfer durch das Schleifen geworden ist. Es ist auch wirklich wichtig, dass ihr alle trüben Stellen mit dem Schleifpapier rausholt, bevor ihr anfangt zu polieren. Der Softanlauf bringt absolut gar nichts, ne? Guck. Cool, fertig. Der ganze Prozess hat natürlich wesentlich länger gedauert als hier im Video gezeigt. Ihr müsst einfach an der Stelle so lange polieren, bis wirklich keine Riefen mehr zu erkennen sind. Glitzer, Glitzer. Hier kann man jetzt deutlich die Qualität der Politur und der Aufbereitung sehen. Es sind natürlich noch ein paar kleinere Kratzer drin, die bekommt man einfach nicht raus. Und teilweise sind nur noch ein paar tiefere Furchen von zu festen Schleifen mit 400er Papier drin. Also damit muss man echt vorsichtig umgehen und später die tiefen Riefen nochmal rausholen. Vor dem Lackieren ist es selbstverständlich wichtig, das ganze Werkstück komplett fettfrei zu machen und Staubreste zu entfernen, weil die nachher unterm Lack Schaden anrichten können oder sich in den Lack einarbeiten können und dann zu hässlichen kleinen Nippeln oder so ja, Staubeinschlüssen führen. Das sieht schon sehr gut aus. Wir haben hier einen Zwei-Komponenten-Klarlack verwendet, welcher sich meiner Meinung nach leichter sprühen lässt und natürlich auch eine bessere Haltbarkeit im Gegensatz zu einem 1K-Klarlack hat. Das hört schon besser an. Pisst nicht. Naja. So, das war 15 bis 20 cm. Dann noch der Nebel. Hast du übrigens keine Maske mehr? Jo, egal. Anschließend haben wir den Scheinwerfer neben der Heizung zum Trocknen hingelegt, beziehungsweise die Scheinwerfer, wir haben ja beide bearbeitet. Und nach dem Trocknen konnte sich das Ergebnis wirklich sehen lassen. Also der Lack ist sauber aufgetrocknet, sieht man hier schön, auch im Gegenlicht mit der Taschenlampe. Und ich habe auch gleich noch eine Makroaufnahme. Es sind leider immer noch ganz feine Mikrorisse im Plastik drin, die einfach durch die Hitze entstanden sind. Die bekommen wir auch so nicht raus, weil die halt wirklich fast komplett durchgehen. Die sieht man jetzt hier ganz schön. Aber ansonsten würde ich sagen, nice. Das war doch ein ganz hervorragender Einsatz. Also ich bin gespannt, wie lange die Scheinwerfer in der Qualität halten und ja, ob die nochmal so schnell trüb werden, weil die vom Werk aus, glaube ich, nicht lackiert sind. Finde ich leider schade, dass man hier wirklich immer mehr aufs Geld schaut. Bei Klarglas-Scheinwerfern, also gezogenem Glas, wäre das nicht so, nehme ich mal an. Aber ist halt teuer, da wird von den Autokonzernen gespart. Schade, naja. Ich hoffe, du kannst dir mit dem Video auch deine Scheinwerfer wieder aufbereiten und ich sag dann einfach mal Tschüss, euer Dominik.